Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen mal wieder zu einem Mittwochsvideo. Ja, wenn alles funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe, dann habt ihr am letzten Freitag 19 Uhr ein Video gesehen über die Ausstellung in Bonn. Die hat zwischen Weihnachten und Neujahr stattgefunden. Ich glaube, ich war dann am 28. war ich dort. Habe dort wie immer ein bisschen gefilmt, mich viel mit dort Leuten unterhalten. Es war recht voll. Es war für mich auch, die Gespräche waren recht angenehm. Aber es gibt einen kleinen Haken. Und den werden wir jetzt nicht vollständig ergründen. Das geht leider nicht. Aber ich werde es zumindest mal andeuten. Und zwar habe ich ja dieses Jahr schon, also nicht dieses Jahr, vorher schon mal ein Video gemacht über eine Ausstellung in Bonn. Die fand im Kulturhaus in Bonn statt. Und da war ich nicht der Einzige, der dann so gedacht hat, naja gut, hier über die Straße ist der Modellbahnverein. Wie wäre es denn, wenn wir da irgendwie gemeinsam irgendwas machen würden? Und ja, das habe ich dann natürlich zwischen Weihnachten und Neujahr einfach mal gefragt und habe da eine Reaktion gekriegt, die mich erstmal so ein bisschen verwirrt hat, weil so nach der Wiese was erlaubt, dass ich davon frage und ach und ja. Also ich bin ja unbeteiligt, ne? Also gut, ich habe da mitgemacht bei der anderen Ausstellung, aber ansonsten, was auch immer da das Problem ist, da bin ich nicht beteiligt. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, obwohl mir da ein bisschen was erzählt wurde. Ich kenne aber da nur eine Seite und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch nicht so fürchterlich scharf drauf, das ganze Elend dann im Einzelnen jetzt da nochmal aufzugraben. Fakt ist, es wird keine gemeinsamen Aktionen geben, weil einfach in der Vergangenheit so viel Porzellan zerschlagen wurde, dass es da keine Zusammenarbeit mehr gibt. Es wurde mir auch so ein bisschen angedeutet, oder wurde so bemerkt, naja, das, was die da drüben machen, also was, ja, das gefällt uns gar nicht und ach und ja, vielleicht, ja, dann nehmen wir uns gegenseitig die Besucher weg und ja, wir sind ja, müssen ja hier Miete bezahlen und ach und das brauchen die ja, also sehe ich ganz anders, also weil, also ich gehe jetzt von mir aus, ne? Also wenn ich jetzt in Bonn wohnen würde, also ich wohne jetzt nicht so weit weg, ne? Aber wenn ich da wohnen würde und es gibt zwei Modellbahnausstellungen von zwei verschiedenen Fraktionen, ich also jetzt nicht das gleiche sehe, ne? Also im Oktober und Dezember und sehe da völlig unterschiedliche Sachen, dann ich doch mal wieder Ausstellung, was sonst, ne? Also ich glaube nicht, dass da irgendein Effekt, also ein negativer Effekt da irgendwie auftauchen sollte, eher im Gegenteil. Ich denke mal, wenn Modellbahn technisch mehr los ist, dann bekommen es mehr Leute mit und man macht dann so ein bisschen ungewollt gegenseitig Werbung füreinander, ne? Also die einen machen halt ihre Werbung für zwischen Weihnachten und Neujahr und die anderen für Oktober und also ich sehe da kein Problem. Und ja, so viel zu dem Thema. Also ich für mich, ich werde auf der Innenausstellung nach wie vor ausstellen, sofern man mich lässt. Ich habe kein Problem daher. Ob das immer jetzt irgendeine Begraser oder Landschaftsbau ist oder ob man nicht auch irgendwann mal dazu kommt, mal irgendwo auch auf einen Zug fahren zu lassen, ne? Das sei jetzt mal dahingestellt. Da muss auch Possendorf noch ein bisschen, da muss Possendorf also nahezu komplett sein, ne? Bis da, also nicht in so einem halbgebauten Zustand wie jetzt.
Also da muss dann schon alles grün sein und kein Loch mehr im Modul, wie jetzt im Moment ist im ersten Modul ein Loch drin. Ja, also das wäre so ein bisschen der Traum. Es ist dort natürlich ein Platzproblem, aber wer weiß, theoretisch könnte man den Bahnhof auch alleine da hinstellen und ein bisschen rumrangieren, das würde auch funktionieren. Ja, es ist ja, sagen wir mal, vom Gleis her dann doch ein bisschen was Besonderes. Ja, und die andere Ausstellung werde ich nach wie vor besuchen. Also die werden nächstes Jahr wahrscheinlich eine ähnliche Ausstellung machen wie dieses Jahr. Aber werden andere Gäste da haben. Und da jetzt, sagen wir mal, der größte Teil derjenigen, die sich meine Videos anschauen, nicht abonniert haben, das kann man übrigens ändern, ne? Gehe ich davon aus, dass es auch nicht immer die gleichen sind, die sich die Videos angucken. Deshalb ist das jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich dann zumindest zum Teil da die gleichen Anlagen vorstelle. Ich meine, bei der Modellbahnausstellung in Leipzig, wobei es eigentlich, ja, das ist, da ist eigentlich viel anders gewesen. Also da ist wahrscheinlich sozusagen der Anlagenpool in Leipzig doch ein bisschen deutlich größer als in Bonn. Dass in Bonn alles steht, was da ist. Ne? Das sind ja ihre Vereinsräume. In Leipzig, da ist man, ich weiß gar nicht, wo der Verein jetzt abgeblieben ist, so räumlich. Aber ausgestellt wird auf dem Hauptbahnhof und das ist ja, muss ja alles dahin geräumt werden. Und da nimmt man natürlich nicht alles mit, weil bei weitem nicht alles reinpasst. Und weil man auch bei weitem nicht das Personal hat, um jetzt viele Anlagen zu präsentieren. Zumindest war das zu meiner Zeit so, dass es da immer knapp war. Und ja, das ist auch für euch so ein bisschen so ein Fingerzeig, ne? Also wer sich mit Modellbahn beschäftigt, und das ist ja auch meine Geschichte. Ich meine, ich bin zwar nicht mehr bei Friedrich List, das hat allerdings persönliche Gründe bei mir und es hat sich halt so entwickelt, dass jetzt einfach es für mich da auch kein Zurück mehr gibt. Nicht, weil ich die Leute da alle nicht leiden kann. Ich habe da mit niemandem ein Problem und ich denke mal auch niemand mit mir. Auch wenn ich sie vorher kritisiert habe, wegen der Anlage Wurzen. Ja, ich habe die Zeit einfach nicht mehr. Also das ist, wir machen eben jetzt innerhalb des Fremo, gibt es also immer mal einen Bastelabend. Also da dann auch einmal die Woche oder vielleicht auch zweimal die Woche. Und das kriege ich nicht mehr hin mit dem Verein. Ja. Ich muss allerdings sagen, und das empfehle ich wirklich jedem Modellbahner, der jetzt nicht jetzt, sagen wir mal, der verschworene Einzelkämpfer ist, sondern eine gewisse Teamfähigkeit besitzt, die wir ja, die wir meistens irgendwo im Arbeitsleben stehen, anders können wir uns ja die Modellbahn nicht leisten, die wir ja eigentlich schon mitbringen müssen. Ja, es sei denn, wir sind hier einzeltätischer Handwerker oder was auch immer. Ja, da muss ich mich auch irgendwann mal unter Menschen mischen. Ich kann es nur heiß empfehlen, ich bin also in den Verein gegangen, übrigens fast gleichzeitig in den Leipziger Modellbahnverein in den Fremo eingetreten. Und ich habe dort fürchterlich viel gelernt. Also ich habe, es hat sich jetzt keiner hingestellt, das müsste so und so machen. Aber ja, du wirst halt ein bisschen, also bei mir war es so, ich wurde halt ein bisschen geschubst. Ne? Also Elektrik war nicht so meins, für Fahrzeuge gab es jemanden, der auch viel kompetenter war als ich. Ja, wir brauchen in der Gewässermacht. Kannst du dir das vorstellen? Ja, probiere ich mal aus. Ja, habe ich ausprobiert, habe ich. Ich habe ja irgendwie auf meinem Kanal habe ich mal
müsste ich jetzt hier wieder verlinken. Ja. Muss ich nicht dran denken. Da gibt es irgendwo ein Video, wo ich mich mal zu dem ganzen Gewässerzeugs, was ich im Verein gemacht habe, geäußert habe. Also ich habe dann so ein Teststück gemacht, das ist relativ gut geworden. Also ich habe mich natürlich vorher belesen. Ja, und dann habe ich das halt gemacht. Du hast auf der Vereinsanlage dann auch viel mehr Raum, um dich da auszudehnen. Also für, na, auszudehnen ist das falsche Wort, also dich da auszuleben, wenn du dich auf so eine Art und Weise spezialisierst. Na, ich habe da mehr Gewässer gemacht. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich ganz gut geworden. Also ich galt dann als der Gewässerexperte. Ich habe auch Landschaft gemacht, also gab es natürlich auch Leute, die talentierter waren als ich. Ja, ich habe vor allem mit dem, also das Video vom Begraser-Test habt ihr auch gesehen, da hatte ich ja erzählt, dass ich mit dem großen Mark-Begraser, den es damals wohl von Hecki gab, dass ich mit dem quasi gelernt habe. Ja, also quasi mit dem Profi-Gerät. Und naja. Ja, deshalb war eben, ich habe mich dann eben immer weiter ein bisschen vertieft in die ganze Materie. Ich werde hier mal abfahren, dass ich ein bisschen über die Dörfer fahre. Jetzt wird der Motor wieder so laut. Muss ich gegen den Motor anbrüllen. Ja, da fahren wir lieber ein bisschen durch den Stadtrand und über die Dörfer. Gut, zurück zum Thema. Ja, Verein. Das gilt natürlich auch für alle, die irgendwo, also in Leipzig unterwegs sind, in welchem Ort auch immer. Also dieses Argument hier, ich habe keinen Platz für die Modellbahn, das zieht eigentlich nicht. Weil ich kann auch die Rahmenbahn, dafür ist immer Platz. Also das geht auch am Tisch, am Küchentisch. Ich kann Module bauen, muss dann aber wahrscheinlich auch jemanden suchen, mit dem ich mich da zusammenschließe. Oder ich kann bei mir im Ort mal nach einem örtlichen Modellbahnverein gucken. Es gibt da, muss ich natürlich dazu sagen, auch nicht wenige negative Beispiele. Dann, also sagen wir mal, im Verein irgendwie eine komische Stimmung ist, wo man sich irgendwie nicht aufgehoben fühlt, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Also das kann ich ja von vornherein nicht so festlegen. Manchmal bei größeren Städten gibt es vielleicht verschiedene Vereine, wo der eine da vielleicht ein bisschen aufgeschlossener ist als der andere. Das kann ja sein. Ja, und das gilt natürlich auch für Bonner. Gut, jetzt wer sich dort im Kulturhaus trifft, das ist ja kein Verein. Ich hatte mal überlegt, da so wie so eine Art Stammtisch zu machen. Aber ich habe da jetzt irgendwie, fällt mir da auch so ein bisschen die Inspiration, wo man da jetzt hingeht. Ich habe ja sogar eine Facebook-Gruppe, die Stammtisch heißt, die allerdings leider im Moment, da laufen irgendwie nur noch Videos. Da setzen da Leute nur noch Videos rein. Ich weiß nicht, wer da noch mitliest. Ich müsste vielleicht mal eine Umfrage machen, keine Ahnung. Also das mit dem Stammtisch, das geistert mir noch so ein bisschen im Kopf rum. So einen normalen, also wir haben natürlich unseren Fremo-Stammtisch, also das, aber das ist eben für den normalen Modellbahner vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu speziell. Ne? Aber so einen normalen Modellbahnstammtisch, ich habe das mal, ich habe ja, bin ja auch Admin bei Modellbahn-Anfänger-Tipps. Und wir hatten dann auch mal so eine Kampagne, wo wir quasi in ganz Deutschland dann, es gab Anfragen, ja, gibt es den Modellbahner in meiner Nähe? Und dann hatten wir so das Projekt, wollten wir in ganz Deutschland quasi Stammtische gründen. Der am Anfang erfolgreichste war der in Berlin. Da war ich sogar mal dort. Die haben sich in der Kneipe getroffen, haben dann hier irgendeine Modellbahn auf den Tisch gestellt und sind dann im Kreis gefahren und
haben dort sich unterhalten und das war, da habe ich auch zum ersten Mal Märklin M-Gleis in der Hand gehabt. Ne? Also es war noch TT und was weiß ich, war noch, also M war glaube ich nicht, aber TT und H0 und M in H0 auch Märklin. Und weil ja dort mit West-Berlin auch viele Märklin-Bahner sind, wenn das so rein im Osten, hätte man da wahrscheinlich da nichts von Märklin gesehen. Ja, da ist allerdings der das organisiert hat, der ist dann leider gestorben. Das war sehr schade, in mehrfacher Hinsicht. Und ja, da ist das leider eingeschlafen da in Berlin. Da gibt es bis irgendeinen Märklin-Stammtisch gibt es dort. Also, ja. Dann gab es oder gibt es einen Stammtisch im Ruhrgebiet als Facebook-Gruppe. Da weiß ich nicht, inwieweit man sich da mal getroffen hat. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja, und das ist alles. Alles andere ist, ja, und ich habe halt nur die Gruppe und so genannt. Und so einen richtigen Stammtisch haben wir auch noch nicht gemacht. Also das ist so eine Geschichte, was man mal noch machen könnte. Da weiß ich aber auch noch nicht, ob Leipzig oder Brno oder was auch immer. Da habe ich keine Ahnung. Also auch keine Inspiration im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Tja, was haben wir noch für Themen? Ja, also Fazit, guckt ruhig mal im Verein, unterstützt eure Vereine, die im Ort sind. Besucht Ausstellungen, umso mehr Leute Ausstellungen besuchen, umso mehr lohnt sich das mit den Ausstellungen. Umso mehr Zukunft haben diese Ausstellungen. Und das gleiche gilt für die Vereine. Es ist leider so, dass früher zu DDR-Zeiten hat man eben, sagen wir, relativ einfach eine Immobilie gekriegt. Also es gibt da ganz verrückte Geschichten, also die mir meine ehemaligen Vereinskollegen erzählt haben, die also schon aus DDR-Zeiten dabei waren. Die haben, also die bei der Bahn gearbeitet haben, die haben freigekriegt, wenn man da bei einer Ausstellung war. Die haben, da gibt es sogar eine Geschichte, dass die in Budapest ausgestellt haben. Da haben die irgendeinen Wagen, hier so ein, was weiß ich, so vierachsigen Packwagen von der Bahn gekriegt, haben dort die Anlage verstaut und sind damit noch, was weiß ich, hier nach Budapest gefahren. Haben dort ausgeladen, haben dort Ausstellungen gemacht, keine Ahnung wie lange. Und ja, und dann sind sie wieder zurückgefahren mit dem Zug. Also der Wagen wurde natürlich dann in irgendwas, weiß ich, in irgendwelche Güterzüge eingestellt oder so. Und ja, und die bei der Bahn waren, haben da freigekriegt. Ne? Also das ist auch so, ja, das ist eben so, ja, auch Werbung für die Bahn. Ne? Also das ist ja das, was heute so ein bisschen im Argen liegt. Das sind eben irgendwelche, was weiß ich, der Vorstand, jetzt bin ich ja wieder bei der Politik, der Vorstand, der gönnt sich da irgendeinen Bonus, obwohl ständig Züge ausfallen und die Bahn da gefühlt kaum mehr zu pünktlich fährt. Und keine Ahnung, auf meiner Strecke, da fahren eigentlich 4 Triebwagen. Davon war, als ich vor dem Streik jetzt fahren wollte, waren alle 4 nicht da. Also 3 standen im Bahnbetriebswerk Süd. Wahrscheinlich kaputt, keine Ahnung. Also der 4., der stand bestimmt in der Halle, der wurde gerade repariert. Und die 3 anderen standen davor, einer parkte gerade ein. Und der einzige Triebwagen, der noch unterwegs war, den hatten sie aus Bayern geliehen. Also das, ne? Und da gönnt sich der Vorstand, gönnt sich trotzdem den Bonus. Ne? Und für die Mitarbeiter, ja, es gibt ja immer 2 Gründe, weshalb
zu wenig Personal da ist. Ne? Also entweder sind zu wenig Stellen da, ne? Oder es sind zu viele leere Stellen da. Oder beides irgendwie, ne? In Kombination, ne? Dass also zu wenig Stellen sind und die sind hoffentlich alle besetzt. Ja, und deshalb hat das Unternehmen, damals DDR, Deutsche Reichsbahn, um Personal geworben. Personal war in der DDR, wo ja jeder irgendwie einen Job hatte, wo es keine Arbeitslosen gab, ja, musste man ja Personal werben. Und das wurde eben unter anderem durch die Begeisterung für die Bahn über die Modellbahn gemacht. Deshalb hat man so eine Politik gefahren. Heute, tja, kein Interesse. Ja, naja, sind wir in der Politik abgebogen. Ja, was haben wir noch? Achso. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe da dieses Video, was ich jetzt hier heute aufnehme, das habe ich, weiß ich nicht, wie oft ich angesetzt habe und wie oft ich es wieder gelöscht habe. Deshalb weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt auch so auf Sendung geht oder nicht. Ich muss mal hier mit reinschlängeln. Ich werde das irgendwo versuchen, zwischen diese Fremo-Treffen 30 Gramm Muckern-Videos unterzubringen. Einfach aus dem Grund, dass es nicht immer das gleiche Thema ist. Das sind 8 Videos geworden insgesamt und ich will jetzt nicht 8 Wochen hintereinander ein Thema machen. Na, es soll ja ein bisschen Abwechslung herrschen und es gibt ja unter meinen, ich denke mal, die meisten, die mich meinen Kanal schauen, also die müssen sich notgedrungenermaßen auch die Fremo-Videos angucken. Aber ja, wie gesagt, soll halt ein bisschen Abwechslung sein. Ne? Deshalb versuche ich dann immer mal irgendwas noch dazwischen. Also das ist, wenn dann ich irgendeine Serie beginne und dann ein anderes Video kommt, das heißt nicht automatisch, dass dann die Serie zu Ende ist, sondern das kann immer weitergehen. Ne? Also ich habe das jetzt auch bei der Frau vom Erdbeerköpf gesehen. Die war ja mit bei mir in Magdeburg und hat dort gefilmt. Hat auch viel, also ich habe sie da mal rumgeführt und dann war sie allerdings auch lange alleine unterwegs, wo sie da selbstständig gefilmt hat. Und da kommt halt mal so ein Magdeburg-Video und dann kommen gefühlt 10 andere Videos und dann kommt das zweite Magdeburg-Video und ich weiß nicht, ob es jetzt das dritte war oder ob es schon mehr sind. Da habe ich ein bisschen den Überblick verloren, weil da von hier also doch recht viel Content kommt, da komme ich nicht mit, mit dieser Fülle oder kommt es mir bloß so vor, weiß es nicht. Also da die ist das sicher mehrfach in der Woche unterwegs. Ja, das ist eben in ähnlicher Form, ne, dass da also ein bisschen versucht, dass man versucht, ein bisschen Abwechslung zu machen. Das versuche ich halt auch. Ja, bei den 30 Gramm Muckern Video war auch so ein bisschen die Kritik, ja, dass dem einen oder anderen diese Zugmitfahrten nicht gefallen. Ja, also ich packe da eine Videokamera, also eine spezielle Videokamera auf irgendeinen Flachwagen und das fahre dann sozusagen vor dem Zug her. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ja, also wie gesagt, auch da wird es ein bisschen Abwechslung geben. Ich werde das natürlich beibehalten, aber es wird natürlich von mir nicht nur solche Videos geben. Ja, also das ist eher so, Beiwerk. Das ist übrigens der Grund, weshalb das 8 Videos geworden sind, weil natürlich dadurch auch relativ viel Videomaterial entstanden ist. Ja, das wird dann in Zukunft auch immer mal ein bisschen eingeflochten. Ich versuche so ein bisschen zu mischen. Also so ein Video, so halb das, mal sehen. Weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall, was mir selber aufgefallen ist, da wir nach dem Fahrplan das alles abgefahren haben, war die Strecke total leer. Also man hat irgendwie
Man ist da lang gefahren und hatte komplett leere Module. Man hat ab und zu im Bahnhof stand mal ab und zu ein bisschen was rum. Aber auch auf der Hauptbahn kam eben kein Gegenzug. Also das hätte das alles noch ein bisschen belebt. Und das ist eben eine Geschichte, wo man mal sehen muss, ob man da vielleicht noch ein bisschen was ändert. Ich habe so ein bisschen die Idee, das ist zwar, da mache ich mich bei den anderen Fotografen nicht beliebt, die natürlich schöne Züge fotografieren und sehen wollen, dass ich versuche mal auch im Fahrplan mal dieses Fahrzeug da, diesen Kamerawagen dann mal irgendwo mit anzubringen. Also entweder vor der Lok, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Die zweite Möglichkeit habe ich auch schon mal gemacht. Und zwar, wenn ihr mal auf meinem Kanal ganz nach unten scrollt, auf meine allerersten Videos, da ist eins dabei, das ist das erste Zeuthen-Video von 2017, glaube ich. Das könnt ihr euch nochmal angucken. Da ist also eine Aufnahme, da hat die Kamera im Zug gestanden. Nun war das allerdings eher, das war eine Ausstellung, das war also kein Fremdo-Treffen. Und da war, glaube ich, also fast nur Hauptbahn. Da, also da war, glaube ich, auch eine kleine Nebenbahn dran, aber das habe ich, glaube ich, nicht abgefahren. So, ich bin die Hauptbahn hin und her gefahren mit dem Zug. Und achso, und dann gibt es noch ein Video. Da ist der Kamerawagen vor einem anderen Zug hergefahren. Was auch nicht so einfach war wegen Geschwindigkeit. Also das ist eine Geschichte, die man eventuell auch versuchen könnte. Also zumindest so stückweise. Aber jetzt guckt man dann immer nach hinten, das ist auch nicht so toll. Ja, wir sollen mal sehen, wie wir das machen. Ja, also im Zug ist es so die Idee, ich habe ja, also wenn der Steinbruch mal wieder in der Nähe von Bossendorf irgendwo eingesetzt ist, habe ich ja im Steinbruch sowieso die Flachwagen, die dann hier für den Schotter da sind, also die Schotter transportieren sollen, und diese Flachwagen, da kann die Kamera natürlich drüber gucken und da sind zwei Flachwagen davor hängen. Dann sieht man auch ein bisschen was von der Strecke. Wenn da irgendeine Gehwagen davor ist, dann ist so wie so eine Wand. Das ist, als ob, was weiß ich, ich hier die Straße lang fahre und vor mir fährt der Transporter. Ne? Das ist irgendwie so eine Wand. Oder der LKW. Das ist da nicht so eine schöne Aussicht. Aber das könnte man mal versuchen, dass man den Kamerawagen einfach da in den Fahrplan reinstellt. Hinter die beiden Flachwagen oder drei Flachwagen im ersten Steinbruch. Das muss man dann einfach mal schauen, wie wir das machen. Aber ja. So, das ist jetzt im Prinzip im Großen und Ganzen. Im Ganzen jetzt alles, was jetzt so anliegt fürs Mittwochsvideo. Ja, dann dehnen wir es nicht weiter aus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und zum Abonnieren habe ich schon was gesagt vorhin. Ein Daumen nach oben, der oder nach unten, wenn euch das jetzt hier nicht gefällt. Ja, also irgendeine Reaktion wäre schön. Ja, wünsche ich euch einen schönen Abend und macht was draus.